Yo, hallo Leute und willkommen zurück zu Donkey Kong 64. Im letzten Part haben wir die restlichen goldenen Bananen eingesammelt und ich habe jetzt alle Blaupausen abgegeben. Das bedeutet, wir haben diese Welt nun komplett. Ja, wir haben jetzt alle goldenen Bananen endlich eingesammelt und dazu sogar noch mit jedem Kong alle 100 Bananen. Richtig geil. Natürlich, für Lanky fehlt halt noch eine, wie ihr wisst, durch den Hasen mit dem Wettrennen, was wir halt eben noch nicht machen können, weil uns da halt eben noch dieser eine Move fehlt. Daher müssen wir da nochmal warten, aber so von dem, was wir halt bisher alles einsammeln können, haben wir alles eingesammelt. Also mehr können wir hier tatsächlich nicht machen. Das ist, das allererste Mal, dass ich mit jedem Kong in einer Welt alle 100 Bananen habe. Das ist schon mal eine Sensation. Finde ich cool, dass ich das wenigstens auch einmal hinbekommen habe. So, und nun werden wir mal schauen. Oh, 300 Bananen brauchen wir dafür. Das erscheint im ersten Moment vielleicht erstmal wenig, aber wir müssen mal bedenken, dass wir nur 5 Kongs haben und damit maximal 500 Bananen tragen können oder überhaupt einsammeln können. Tja, das bedeutet, 300 ist da doch schon ganz schön viel. Und wenn man so bedenkt, dass da noch mehr Welten kommen, ich weiß gar nicht, ob das später vorausgesetzt wird dann am Ende, so in der letzten Welt oder so, dass man da alle 100 Bananen eingesammelt haben muss. Wäre natürlich fies, weil die in dem Spiel alle einzeln rumliegen. So halt eben wie bei Banjo-Kazooie, jede einzelne Note. Wenn man da nur eine ausgelassen hat, ja, dann hat man Pech. Dann darf man erstmal die gesamte Welt absuchen und das dann zu finden ist recht schwierig. So, der zweite Kong hat auch keine Bananen mehr. Jetzt muss der dritte ran. Boah, das ist echt schon heftig. Ah, wie viel muss der denn fressen, dass der da nur die Platte da hochkriegt? Am Anfang brauchte der vielleicht da irgendwie so 50 oder so. Weiß gar nicht. Und das hat dann schon ausgereicht, damit das Schwein da oben an den Schlüssel rankommt. Und jetzt muss der ja 300 Bananen fressen, ey. Der wird ja, am Ende ist der ja so fett wie der Raum. Ja, und schmatzen tut er auch noch. Immerhin schmeckt's ihn dann. Oh, immer nochmal gerülpst und bam. So, das war's. Auf mit dem Schloss. Und dann schauen wir doch mal, welcher Kong dieses Mal dran ist. Tja, wer hätte das gedacht? Dieses Mal ist Chunky am Zug. Ganz genau. Und der Boss dazu ist auch noch ziemlich geil. Naja, damit war dann jeder Kong sozusagen bei einem Boss vertreten. Das ist doch schon mal sehr cool. Da hat man schon mal die Fähigkeiten jedes Kongs gesehen, wobei Lanky ja in dem Boot saß. So, wir sind bereit. Wir können nichts mehr hier in dieser Welt tun. Also rein hier. Ha, die fiese Lache. Finde ich zu geil. Tja, wo sind wir denn jetzt gelandet? Und Chunky hat jetzt schon Schiss. Keine Ahnung, was hier passiert. Ich bleib hier einfach mal stehen. Oh mein Gott, das ist der Feuerdrache aus der Aztekenarena, den wir schon einmal mit Didi fertig gemacht haben. Da will er wohl Rache. Er möchte eine Revanche. Und Chunky checkt's nicht. Hä, wo ist jetzt die Musik hin? Ach du Scheiße. Okay, das ist ja jetzt irgendwie ein bisschen... Ah, da ist sie. Alles klar. Wollte schon sagen, oh nee, jetzt darf ich die ROM neu starten. Aber habt ihr gehört, was Chunky gesagt hat? Dieses Geräusch ist so geil. Poppelibu oder so ähnlich. Wenn er irgendwie Schiss hat vor diesen Drachen. So, und ihr merkt schon, am Prozedere des Boss hat sich nichts geändert. Immer noch spuckt er mit Feuerbällen, die jetzt aber entweder neu diese Flammenwellen hinterlassen. Da dürfen wir natürlich nicht reinrennen. Und ansonsten müssen wir halt warten, bis er steht, so wie jetzt. Dann das TNT-Floss nehmen, einmal werfen und zack. Tja, Kollege, du hast halt immer noch keine Chance gegen uns. Es ist immer noch aussichtslos. Danach nimmt er halt wieder das Lavabad und brennt erstmal. Aber der Boss macht sehr viel Spaß, der ist sehr geil. Und finde ich auch sehr cool, dass dieser Boss hier doppelt kommt. Aber wäre es natürlich alles gleich geblieben, dann wäre das natürlich langweilig. Der hat natürlich noch eine Überraschung für uns auf Lager. Das wird noch richtig geil. Oha, kommt es jetzt schon? Was macht er denn jetzt?
Boah, eine riesige Flammenwand. Das ist ja heftig. Ja, und jetzt lacht er uns da aus, oder was? Nö, Kollege, bleib da mal stehen. Warte kurz. Oha, jetzt will er diese Energiewellen wieder machen. Ja, da haben wir jetzt schon zwei neue Fähigkeiten sozusagen von ihm gesehen. Das riesige Erdbeben, was wir ja auch zum in einer kleineren Form können. Und halt diese Flammenwand. Was macht er denn jetzt? Jetzt haut er auf diesem Ding drauf rum. Ach so, jetzt sinkt das. Ja, kannst mich auch mal, du Typ, ey, ey. Du riesiger Flammendrache. Dir zeigen wir es noch. Didi hat dich schon damals besiegt, also wird Chunky das ja wohl mit links packen. Der ist ja wesentlich größer und muskulöser als Didi. So, kriegst das nächste TNT-Fass. Oh, was ist denn jetzt? Ach so, jetzt ist er betäubt. Jetzt müssen wir ganz schnell im großen Zustand dran. Den erstmal richtig schön eine reinhauen hier. Ist ja richtig geil gemacht. So, da haben wir ihn, glaube ich, mal richtig schön was abgezogen. Boah, das ist sehr, sehr geil gemacht. Ich glaube, mehr gibt es jetzt auch nicht mehr. Jetzt müssen wir wieder das TNT-Fass nehmen, ihn betäuben. Boah, ja genau, ey. So, rein in das Fass. Ich weiß gar nicht, ob ich den Z-Angriff machen muss. Wartet mal. Den hier. Bad. Na, keine Ahnung. Ich schlag lieber den immer in der Dreier-Kombo zu. Das ist vielleicht sinnvoller. Ich weiß nicht. Oh. Okay, wenn man da nicht aufpasst, dann trifft das einen. Man muss hier immer in Bewegung bleiben. Ein kleiner Fehler reicht schon aus. Die ganze Zeit immer wieder. Wir haben mit diesem Finger auf uns zeigen. Oh. Oha, jetzt wird das knapp. Chunky, hau mal rein hier. Sonst nimmst du auch gleich einen Lava-Bad und ich glaube nicht, dass du es aushältst. Oh, jetzt haben wir ihn besiegt. Immer voll gegen die Wand gesmashed. Wird das noch ein finaler Angriff? Nee. Er wollte wohl noch so eine Flammenwand machen, aber er hat es nicht mehr gepackt, dieser Trottel. Hohoho, wie er jetzt richtig schön brennt, ey. Tja, ich glaube, das ist dieses Mal aber wirklich sein Ende. Wie er sich jetzt noch so anguckt. Scheiße, Mann, ich brenne. Das wirst du mir büßen. Tja, und da ist er untergegangen. Das war mal ein richtig cooler Boss. Aber auch dieses Mal nicht allzu anspruchsvoll. Wurde zwei, dreimal getroffen oder so. Und damit haben wir einen weiteren DK-Schlüssel. Tja, Leute, damit ist der Wunderwald größtenteils abgeschlossen. Die letzte goldene Banane holen wir uns dann später nochmal, wenn denn die Zeit gekommen ist. Tja, und mehr können wir hier nicht mehr machen. Geil. Ich glaube, auf der Konsole, also in meinem Hauptspielstand von den ich schon ganz damals gespielt habe, mit den 100 Stunden plus, da habe ich, glaube ich, den Wunderwald auch nicht komplett. Ich glaube, da fehlt mir irgendwie eine goldene Banane oder so. Das kann ja vielleicht sogar die mit Lanky sein. Wie gesagt, da kommt man ja recht schlecht drauf, dass man da oben da den zwei Eingänge rein muss. Tja, und jetzt fragt ihr euch, Mensch, ich habe doch ein Lösungsbuch, warum habe ich es dann nicht komplett? Ich glaube, ich habe das einfach damals nicht gecheckt oder ich konnte zu dem Zeitpunkt immer noch nicht lesen und seitdem hatte ich das dann irgendwie nicht mehr richtig angefasst gehabt. Aber ich habe es noch richtig gut in Erinnerung dafür, muss ich echt schon sagen. Es kann natürlich sein, dass ich es zwischendurch ab und zu mal gespielt habe, aber halt immer nie so wirklich durch irgendwie, keine Ahnung. Oder ich hatte einfach keinen Bock, das im Lösungsbuch nachzugucken. Das kann natürlich auch sein. So, irgendwie verwirrt mich diese Wand hier, aber da scheint nichts hinter zu sein. Die konnten wir irgendwie nicht wegsmashen mit Chunkys heftigen Punch. Ich finde das zu geil, wenn man da in den Fass auf Chunky geht. Ja, komm, einmal reinhauen. Nee, das kriegen wir nicht weg. Das finde ich halt irgendwie sehr komisch. Warum sieht das dann so auffällig aus? Es hat so eine ganz andere Farbe. Es passt da gar nicht in die Wand rein. Total komisch. So, wir gehen wieder raus. Ich spiele natürlich standardgemäß immer meinen Didi. Oh, schaut mal, da ist eine fliegende Insel, wo so ein Wasserfall runterfließt. Das ist ja derbe geil. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass hier jetzt eigentlich so ein Didi-Fass sein müsste. Womit wir dann den Düsenjet bekommen, womit wir dann hier überall rumfahren, fliegen können. So, da haben wir eine goldene Banane. Oh, Banane. Ja, nur kommen wir da trotzdem nicht hin, weil wir kein Flugfass haben hier in der Nähe.
Vielleicht dann mit Tiny? Nee, dann können wir die goldene Banane ja nicht einsammeln. Ja, wahrscheinlich muss man hier irgendwas machen. Da bin ich mir sicher. Ich bin mir zu 100% sicher, dass es da ein Fass gibt. Dass man da ein Fass, sag ich mal, irgendwie herbeschwören kann. Wahrscheinlich, indem man irgendwie einen Schalter, ja, aktiviert. Keine Ahnung, hier muss irgendwas sein. Hä? Was ist das denn? Ist das ein Pilz? Okay. Da habe ich gerade was gefunden. Da war eben gerade ein Schalter für Tiny. Ja, okay, das war schon mal gut. Da habe ich dann auch schon mal einen Anhaltspunkt. Besser als Yornisht. Ich glaube, so wird das dann weiter eher cool. Vielleicht kommen wir dann so an das Flugfass. Das wäre der Begeil. Ah, da haben wir eine Fee. Moment. Wo ist die denn jetzt? Hallo? Ach, die fliegt hier jetzt in dem Raum rum. Ach so. Oh, das wird ja voll schwer sein, die zu bekommen. Wo ist die denn? Hallo, Fee. Wo bist du? Da bist du. Alter, die ist ja richtig schnell. Boah, ey. Halt, was hat die denn genommen? Nee, das will ich nicht. Genau, weggepackt. So. Ey, da muss man ja richtig Reflexe haben. Ich hab sie... Oh, das war jetzt aber Glück. Das war jetzt richtig Glück. Ich habe einfach irgendwie abgedrückt. Einfach versucht, auf sie zu zeigen und dann abgedrückt und fertig. So, dann hätten wir schon mal eine weitere Fee. Das ist doch schon mal supidupi. Nur, was ist da oben? Kann man da auch gegen schießen? Ja, bisher ist da aber leider noch keins. Ich dachte jetzt kann man da gegen schießen, dann dort und dann letztendlich dann da. Und dann öffnet sich das alles nach so mit der Zeit. Ich hole mir Chunky raus und hau da mal mit der Bazooka oben gegen. Vielleicht passiert ja was. Nö, war ja klar. Ja, mehr ist hier aber auch nicht. Und ja, wie wir schon mitbekommen haben, können wir auch nichts machen. Wir müssen die irgendwie aufkriegen, da gibt es irgendeinen Trick. Nee, keine Ahnung, wie das jetzt gehen soll. Immerhin haben wir ja schon mal was gefunden, dann machen wir das sonst später. Ich hol mir eben Tiny und probiere das mal. Ich fliege da jetzt einfach mal rüber. Und dann schauen wir mal. Vielleicht kriege ich die Banane ja. Vielleicht wird ja Didi zugeschrieben, was weiß ich. Nee, der Schalter ist wieder draußen. War ja klar, ne? Tja, aber jedenfalls wissen wir, dass da eine goldene Banane ist. Das ist doch auch schon mal was. Ja, hier auf den Donkey Kong Inseln gibt es, oder hier allgemein auf der Donkey Kong Insel, ist ja eine, gibt es viele goldene Bananen, die man einsammeln kann. Und ich glaube, ah, da fällt mir was ein. Ich habe das ja auf der Konsole gespielt, ne? Und da habe ich mich halt ein bisschen gründlicher umgeschaut. Und ich glaube, dass da hinter diesem Feenkopf auch eine goldene Banane ist. Müsste natürlich für Tiny sein, weil das ja größtenteils Tinys Insel ist. Mit den anderen Kongs kann man hier ja nichts machen. Jawohl. Und hier haben wir eine goldene Banane. Dachte ich mir doch, dass ich die hier im LP noch nicht eingesammelt habe. Tja, kann also manchmal helfen, das nochmal nachzuspielen für sich selbst. Ja, du sagst es. Oh, Banane. Die sammeln wir jetzt erstmal ein. Jawohl. 112. So. Die hätten wir auch schon mal in Pedo. Und jetzt weiß ich gerade nicht. Nee, kann ich da schon mal reingehen? Kriege ich dafür schon mal eine Belohnung? Ich glaube nicht, ne? Nö, mache ich jetzt erstmal nicht. Nachher verplemper ich noch zu viel Zeit. Wir wollen ja jetzt erstmal zu diesem riesigen Typen da. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Habe ich schon wieder vergessen. Und zwar den Schlüssel da einsetzen. Das ist ja erstmal ganz wichtig. Ja. Hier kriegt man übrigens auch eine goldene Banane für Lanky. Der braucht hier aber auch diesen Sprint-Move. So, einmal für die fünfte Welt. Den Schlüssel reingehauen. Hey, geil! Und da macht er wieder den Freudentanz. Ah, viele Welten sind es ja nicht mehr. Kann ich ja gleich mal nachgucken. Es dürften eigentlich jetzt nur noch zwei, maximal drei sein. Aha, hier. Donkey Kongs Ohr war da an der Stelle. Das ist ein Eingang, das wusste ich ja gar nicht. Und jetzt ist der Felsbrocken zerstört. Hä? Da wird jetzt auch was zerstört. Okay.
Oh, eine riesige Kanone. Geil. Könnten wir damit jetzt zwei neue Welten freischalten? Scheint so. Das ist ja mal interessant. So, ich zeig das einmal. Ach, hier haben wir auch noch einen normalen Schalter. Der dann unab... Hä? Okay. Wahrscheinlich müssen wir dann mit Lanky das dann so machen, dass wir da dann irgendwie im Speed sind. Den Schalter runterdrücken und dann darüber rennen. So, das hatte ich auch noch nicht mitgenommen. Erstmal schön ein paar Münzen für jeden Kong abgesahnt. Ah, da ist es. Da ist es, da ist es. Da ist Lankys Fass. Und da ist auch eine goldene Banane für ihn. Ja, auf der ROM ist es halt ein bisschen blöd, dass da alle goldenen Bananen halt ganz golden angezeigt werden. Normalerweise sind die für die Kongs, die sie nicht gedacht sind, undurchsichtig. Oder eher gesagt durchsichtig. Ja, und dann weiß man halt, die ist für die, die zum Beispiel nicht einzusammeln. So, wir könnten natürlich jetzt hier die riesige Kanone mal benutzen, aber nee, muss noch nicht sein. Damit würden wir halt nur zur anderen Welt kommen. Und, ja, normalerweise macht man jetzt erstmal die, die beim Ohr freigeschaltet wurde. Ich weiß jetzt gar nicht, Nummer 3 oder 2 hat uns nach ganz oben geportet. Hm, muss ich mal jetzt gucken. Die 2 war es, okay. Jetzt muss ich nur noch mal gleich zu Chunky wechseln, damit ich da diese Felsbrocken mal entfernen kann. Und, ich könnte ja eigentlich mal in die erste Welt zurückgehen, oder? Und da mit den Kongs mal die restlichen Sachen machen. Hm, kriege ich das hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß halt nicht, ob da mir dann ein paar Moves fehlen. Das ist halt so die Sache. Deshalb will ich das eigentlich erst zum Schluss machen. So die ersten Welten. Ich muss mal eben was schauen. Ich sehe schon, der Part ist gleich wieder vorbei. Das kotzt mich auch wieder so ein bisschen an. Die Zeit rennt immer so riesig, ey. Das ist unglaublich beim Part aufnehmen. Donkey Kong Insel. Ja, ja, das ist erstmal egal. Da gibt's auch Blaupausen? Cool. Wunderwald war das. Nö. Da muss ich also nach oben drücken. Okay, Tropentrubel. Ja, da sind halt Donkey und Diddy durch. Lanky, Tiny und Chunky könnten da noch alles einsammeln. Aztekenarena. Sind Lanky, Tiny... Ja, Chunky fehlt dann nur noch. Und die restlichen Welten sind dann halt fast komplett fertig. Muss ich mal eben kurz gucken. Wenn wir eben was sehen. Fabrik Fatal. Haben wir auch alles, ne? Krass, die Welt haben wir ja auch schon komplett durch. Aqua-Albtraum haben wir auch komplett durch. Boah, das ist ja richtig heftig. Nur der Wunderwald, da fehlt jetzt nur eine wegen einem Move. So, soweit ich mich erinnern kann, kann man hier auch ein Minispiel nochmal freischalten. Das mache ich sonst nochmal. Ja, weil wir jetzt in dem Part noch nicht allzu viel gesehen haben, nur den Bosskampf, überziehe ich jetzt mal wieder ein bisschen. Ja. Vielleicht, dann wird der Part wohl diesmal auch wieder 20 Minuten lang. Ist bei mir halt immer variabel, auch wenn ich eher die 15 Minuten ansteuere, ist das jetzt halt mal an der Stelle so. Okay, an der Stelle kommen wir halt so nicht dran. Deshalb müssen wir jetzt mit Tiny hier rausgehen. Und dann können wir dort einfach mal kurz rüberschweben und kommen in das Minispiel rein. Und dann können wir noch mit Chunky hier gleich etwas machen. Oder? Scheiße. Nee, ich glaube, das funktioniert aber. Ich habe einfach nur, ja, die Kamera blöd gehabt und habe nicht richtig gezielt. Vielleicht sollte ich mal hier raufstellen. Oh, scheiße, ey. So, einmal kurz richtig positionieren. Genau. Oh, das wird schwer. Na, komm schon. Jawohl. Okay. Ja, das lag an der Kamera, dass das da schon der Eingang der Welt war. Ach, wieder fliehende Fliegen. Welcome to Bonus Stage. Das habe ich ja schon fast vermisst seit dem Kremling. Kracher. Erwische die Fliegen. Ah, um die Fliegenklatsche einzusetzen. Alles klar. Ja, und die Musik fehlt wieder. Super. Das freut mich ja wieder. Super. Da kommt richtig wieder diese Bonus-Stage, das Bonus-Stage-Feeling rüber. Eigentlich kommt die immer nach einer gewissen Zeit, aber so schnell wie das hier geht, wird die wahrscheinlich nicht mehr kommen. Jetzt hört man da nur den Sound für, wie die Fliegen fliegen. Wie die Fliegen fliegen. Ja, auch wieder sehr cool. Alter, kommst du jetzt her? Kommst du her? Ich zerquetsch dich. Bam. So, Moment. Dich auch gleich. Wenn du mal im Schatten bleiben würdest. Danke. Bleib doch im Schatten, das ist kühler. Well done. Ja, und jetzt beginnt die Musik, klar. Dann, wenn es natürlich beendet ist. Habe ich mir schon fast denken können.
Jawohl, und damit haben wir eine weitere goldene Banane. Super, da haben wir ja schon zwei diesen Part. Ja, und ich sehe gerade, ich habe die 20 Minuten gepackt. Ja, das ist doch schon mal richtig gut, dass wir jetzt gerade die goldene Banane bekommen haben. Gleich gerade zum richtigen Zeitpunkt. Habe ich ja richtig gut getimed dieses Mal. Ja, dann schauen wir uns gleich mit Chunky, was heißt gleich im nächsten Part, mit Chunky hier nochmal in diesem Gefilde nochmal um. Da können wir nämlich auch nochmal was runterdrücken und ich glaube nochmal ein weiteres Minispiel machen. Draußen können wir noch die Steine weghauen, also können wir hier jetzt einige goldene Bananen einsammeln, so auch schon mal was. Und dann geht's im nächsten Part dann auf in die nächste Welt. Und die wird richtig geil, die hat eine richtig geile Musik, also einen richtig geilen Soundtrack, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder hier bei Donkey Kong 64. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, könnt ihr ihn ja bewerten, damit würdet ihr mir helfen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder hier bei DK64. Bis dann, Leute, ciao!